Hallo, hier ist der Ilkin Özışık aus Moabit. Ich bin der Direktkandidat im Wahlkreis 4 für die Abgeordnetenauswahlen am 18. September. Und heute begrüße ich Christos vom Bundesvorstand der Piraten. Das ist natürlich eine Ehre für mich, dass er uns hier besucht, weil die größten Unterstützer, das ist hier ein Verein in der Emdener Straße, Moabiter Parkinitiative nennen die sich, die werden sich auch gleich vorstellen. Und die hatten nämlich ganz, ganz viele Kooperationen und haben ganz gute Erfahrungen mir immer erzählt mit den Piraten. Das ist nur ein Beispiel, die Jugendverkehrsschule, da hat man gemeinsam gekämpft und man war natürlich auch erfolgreich. Also da kann man wirklich den anderen Parteien eigentlich ganz klar sagen, ja, die Piraten führen es vor, ihr großen Volksparteien, die Piraten zeigen, wie man eben Menschen, die ausgegrenzt sind, die bisher nicht mitspielten, dass wenn sie dann mitspielen, dass man Erfolg hat. Und sie haben auch das demokratische Recht dazu, dass sie eigentlich mitspielen müssen. Genau dafür müssen wir sorgen. Und meine Aufgabe ist es eben auch als Parteiloser, als Einzelbewerber, diese Communities, die nicht mehr Minderheiten sind in diesen Kiezen, die zu mobilisieren, zu aktivieren, dass sie mitspielen und Verantwortung übernehmen. So, ich möchte kurz dir das Wort geben. Stell dich ganz kurz vor und sag uns, wie du Moabit findest. Moin, also ich komme hier an, ich bin erstmal Christos Vingeluvis, politischer Geschäftsführer der Piratenpartei Deutschland und das ist für mich natürlich eine Ehre herzukommen, weil mein Vater selber war Gastarbeiter, ist in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen und ich weiß, welche Schwierigkeiten wir Ausländer oder mit Wurzeln aus dem Ausland hier in Deutschland haben. Es fängt damit an, wenn du zum Beispiel irgendwas durchsetzen willst und du gehst mit dem falschen Nachnamen zum Amt, dann wirst du erstmal komisch angeguckt. Dann wirst du angeguckt und dann heißt es, ja, können Sie Deutsch? Ja, selbstverständlich kann ich Deutsch. Das ist immer so ein Standardspruch, den ich immer bringe, damit der Deutsche als solches begreift, mit was für Schwierigkeiten wir, ich sag jetzt mal, Ausländer immer zu tun haben. Und Moabit, das ist einfach für mich persönlich, ich komme immer gerne nach Berlin und immer gerne nach Moabit, weil Moabit lebt dieses Multikulti aus. Jeder ist freundlich, jeder ist anders, aber er ist kein Terrorist, er ist kein sonst was dergleichen. Davor, wo die sogenannten Großparteien immer waren, Moabit lebt und hat ein Herz in der richtigen Seele. Hier haben wir noch ein paar Leute, die auch hier aus Moabit kommen. Jetzt erzählen Sie mal einfach mal, wie Sie denn zu uns oder wie Sie politisch oder wie Sie dazu gekommen sind, mit uns Piraten zusammenzuarbeiten. Ja, ich bin der Hassan, wohne seit 72 hier in Moabit. Ich bin in der zweiten Generation. Ich komme aus der Türkei. Die Probleme in Moabit sind ja bekannt. Gerade wir Ausländer haben viele Probleme, Nachteile. Also vom Empfinden her, das ist auch ein bisschen diese Wahrheit, leider, muss man sagen. Ja. Die Probleme in diesem Bezirk sind besonders die Kinder. Kinder haben Probleme in den Schulen, wir haben Probleme in Ausbildungsstelle zu suchen. Und wir hatten letztes Jahr bekannt gemacht mit euren Harry Hensler. Und da haben wir etwas Gemeinsames gemacht, und zwar es ging um diese Verkehrsschule. Und wir haben ja ein paar Sachen mit ihm gemacht, dass jetzt Verkehrsschule weitergeht. Und das macht uns Freude, dass wir das geschafft haben. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Aydok Yusuf. Ich bin seit 1979 hier in Deutschland, in Berlin und Moabit. Ich bin von hier aus groß geworden und fühle mich wohl und würde auch gerne immer mitmachen, wenn es für mich oder für unsere Gruppen miteinander kämpfen können. Sonst, das war's, wa? Nee, ich denke auch, ist okay. So, ich möchte zum Ende alle aufrufen, am 18. September wählen zu gehen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr die Erststimme für mich setzt und die Zweitstimme und die dritte Stimme, ihr habt ja drei Stimmen, für die Piraten gebt. Das wäre ganz fair, weil Moabit braucht klare Lösungen, Moabit braucht Beteiligung, Moabit braucht auf jeden Fall Chancengleichheit und genau das sehe ich jetzt hier in diesem Bündnis, dass die Piraten mit mir als Erststimme ganz bestimmt diese Lösung anpacken können und
diese Bevölkerungsschichten auch aktivieren können, damit sie auch Verantwortung übernehmen. Also 18. September unbedingt wählen gehen und wir hoffen, dass wir sie dann im Abgeordnetenhaus und im Bezirksparlament und überall sie vertreten können. Vielen Dank. Ich bedanke mich natürlich ganz, ganz vom Herzen bei euch. Ich bin erst am Sommer jetzt durch die Strecke gefahren nach Griechenland mit einem Auto über Serbien. Und das war für mich, ja, als ob ich jetzt wieder hier wäre. In Serbien war ich mit vielen, wir waren alle zusammen essen und trinken. Es ist alles sehr, sehr schön. Oder in Kroatien oder in der Türkei. Und hier ist es so, als ob ich zu Hause wäre. Ich danke euch und danke für die Empfehlung. Ja, danke.